Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin zurück. Ja, ich war einige Zeit nicht auf YouTube. Das hat verschiedene Gründe. Ich war krank und danach war es irgendwie schwierig, die Gewohnheit wieder zu starten. Ja, das ist die Sache. Ja, wenn man einmal, wenn man eine gewisse Zeit lang eine Gewohnheit nicht macht, dann verliert man diese Gewohnheit unter Umständen sehr schnell. Aber ich bin zurück. Ich mache weiter tägliche YouTube-Videos. Ich war nie weg. Ich war immer da. Ja, manche Leute sagen, ah, wo bist du? Oh, du warst weg. Oh. Ich mache jeden Tag etwas. Ja. Ich mache YouTube-Videos, ich mache Instagram-Videos und jetzt mache ich auch tägliche E-Mails. Ja. Ich entdecke mehr und mehr das schriftliche Medium für mich. Ja. Ich entdecke mehr, wie viel Spaß mir das schriftliche Medium macht und es ist für mich teilweise einfacher, das auf Papier zu bringen, sozusagen, was ich denke. Und wenn du meine täglichen E-Mails mit Deutschlern-Tipps bekommen möchtest, dann besuche bitte authenticgermanlearning.com/free. Ja? authenticgermanlearning.com/free. Ja? Auf der Webseite kannst du dich eigentlich auch überall eintragen in die E-Mail-Liste und das funktioniert genauso. Und ja, das sind meine täglichen E-Mails und Twitter kommt auch bald wieder zurück. Ich habe lange nicht sehr viel gezwitschert auf Twitter und das werde ich jetzt auch in Zukunft machen. Ja, also sobald ich mir so ein bisschen überlegt habe, was ich noch zwitschern möchte, werde ich halt wieder mehr Tweets veröffentlichen. Und die dritte Sache ist, Bilder kommen zu Instagram. Ja, ich mache täglich auch ein Instagram-Video und ich habe mir überlegt, vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder mehr Bilder zu machen. Denn bis jetzt gibt es auf meinem Instagram-Konto hauptsächlich Videos. Ja, und Instagram ist ja eigentlich eher für Bilder. Deswegen habe ich mir überlegt, ach, ich sollte mal ein paar Bilder erstellen. Ja? Also es gibt so viele Dinge, die ich geplant habe. Und das ist auch ein Grund, warum ich eine kurze oder eine zweiwöchige Pause gemacht habe auf YouTube. Weil ich so viele Ideen habe, so viele Projekte. Ja. Und ja, schön wieder diese Videos zu machen. Es ist schön. Es ist schön, wieder eure Kommentare zu lesen. Ja, ich bin mir sicher, es werden wieder viele kommen. Und ja, wir sehen uns. Wie gesagt, authenticgermanlearning.com/free. Ja, viele Leute lieben diese E-Mails. Ja, die sind sehr beliebt, weil ich übersetze, weil ich sehr, sehr klar schreibe und auch sehr... ich versuche auch immer so zu schreiben, dass es auch irgendwie spannend für dich ist. Ja? Und ich rede über viele verschiedene Themen. Und ja, und ich werde in Zukunft auch mehr schreiben. Und ja, darauf kannst du dich auch freuen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank im Voraus dafür, dass du dich einschreibst und meine täglichen E-Mails auch bekommst. Und wir sehen uns später. Tschüss!